herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein Hundehaul und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Video. Ja, vorab möchte ich sagen, dass ihr euch jetzt nicht wundern sollt, warum hier Werbung eingeblendet wird. Es ist ja momentan leider so, dass man fast alles als Werbung kennzeichnen muss. Ich habe alle Produkte selber gekauft, also hier wurde nichts gesponsert oder so. Alle Sachen, die ich euch jetzt im Anschluss zeige, sind von mir selber persönlich gekauft, von meinem eigenen Geld. Und ja, ihr wisst ja sicherlich schon von Instagram und so, das müssen leider jetzt alle YouTuber und Instagrammer und so machen. Von daher bin ich ja nicht die Ausnahme. Bruno dreht schon wieder durch. Was ist los? Du kleinen Knallo? Der kleine Knalli? Ja. Der kleine Knalli. Also, wir fangen jetzt mal mit der ersten Sache an. Und zwar die erste Sache habe ich selber gemacht. Und zwar ist das ein Schnüffelteppich. Und wie ich den gemacht habe, könnt ihr gerne auf Instagram nachschauen. Da habe ich in den Story Highlights das Ganze unter Riechteppich markiert. Schnüffelteppich hat leider nicht gepasst von den Zeichen her, deswegen habe ich es Riechteppich genannt. Und das habe ich mir ganz einfach aus Ikea-Decken gemacht für 1-2 Euro. Und hier drunter ist so eine Spülmatte. Die gab es, habe ich glaube ich aus dem Pfennig-Pfeifer geholt. Also findet ihr in fast jedem 1-Euro-Shop. Entschuldigt das Geschmatze im Hintergrund. Ja, die gibt es fast in jedem 1-Euro-Shop. Da saß ich bestimmt 4-5 Stunden dran, das alles zu knoten. Aber ich finde, das lohnt sich echt total, wenn es mal draußen blödes Wetter ist oder wenn es zu heiß ist draußen, um irgendwas zu machen, kann man hier eben so Leckerlis verstecken und der Hund muss sie eben suchen. Ja, richtig cool. Das Ganze hat mich nachher im Endeffekt, glaube ich, nur 5-6 Euro gekostet und die gibt es ja von Petlando auch für über 30 Euro. Ja, fand ich richtig cool und ja, bin ich richtig happy, dass wir jetzt sowas haben. Dann als nächstes machen wir mal weiter mit einem Intelligenzspielzeug. Und zwar ist das das Intelligenzspielzeug von Shibo. Das habe ich auch schon mal in meiner Insta-Story gezeigt, wie Bruno das macht. Ja, da gibt es so mehrere Klappen und die öffnen sich dann immer unterschiedlich und die muss der Hund dann halt öffnen. Das fand ich richtig cool. Ich glaube, das hat auch nur 8 oder 9 Euro gekostet. Das habe ich von Shibo ist das. Müsste es eigentlich auch noch aktuell geben. Ja, und Bruno macht es richtig, richtig gern. Und echt nur empfehlen, auch wieder für drinnen eine richtig schöne Aktivität. Dann machen wir weiter noch mit einer sehr praktischen Sache. Bruno ist heute sehr auf Mitmach-Action hier aus. Ja, es ist richtig cool. Die haben wir von meinen Eltern geschenkt bekommen. Und zwar ist das eine Wasserflasche zum Mitnehmen. Und zwar ist die richtig praktisch, weil hier hat der Hund gleich einen Napf dran. Und hier ist auch ein Knopf dran, wo man einfach nur raufdrücken muss. Und dann fließt das Wasser hier rein und wenn man wieder raufdrückt, kann man es auch wieder zurücklaufen lassen. Also das heißt, wenn ihr mal in einer Gaststätte oder irgendwo seid und ihr könnt das Wasser nicht im Busch schütten, könnt ihr es einfach wieder zurück in diesen Trinkbehälter laufen lassen und ihr verschwendet dadurch kein Wasser und der Hund kann es trotzdem nochmal hinterher trinken. Na Bruno? Ja. Oh Bruni, du bist halt die wahre Freude. So ist Bruni hier immer, also der ist immer sehr lustig drauf. Naja, also das haben wir von meinen Eltern geschenkt bekommen. Ich glaube, es ist von Amazon. Ich versuche euch das mal unten in die Infobox zu packen, um es rauszufinden. Das ist von Pet Kit. Ich habe hier auch noch extra die Verpackung aufgehoben. Eversweet Travel. Und da ist auch noch so ein Kohlefilter drin. Den haben wir jetzt aber erstmal nicht reingemacht. Ich denke mal, das ist dazu, wenn es da länger drin ist, dass es nicht irgendwie so eine Plörre wird oder wenn der Hund, wenn es wieder zurückläuft, irgendwie, weiß ich nicht, die Bakterien oder so wieder gefiltert werden. Habe ich nicht so eine Ahnung mit diesen Aktivkohlefiltern. Ja, auf jeden Fall ist die sowas von praktisch. So eine praktische Flasche habe ich noch nie gesehen.
Kann ich echt nur empfehlen. Wir hatten die jetzt auch schon ein, zweimal in Benutzung und es klappt echt super mit diesem Rücklauf. Man kann es dann hier auch noch feststellen, dass sich der Knopf nicht von alleine drückt. Also eine richtig durchdachte Flasche. So, dann machen wir mal weiter mit den ganzen Leckerlis. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr es hier bei uns stinkt, weil ich hier gerade die Leckerlis alle rausgeholt habe. Und zwar als erstes haben wir hier den Trockenfisch von Dena, den kann ich wirklich nur empfehlen. Das sind 400 Gramm und den kann man auch mal durchbrechen in der Mitte. Mit dem kann man auch wirklich gut trainieren. Trockenfisch finde ich eh immer richtig gut und sind 100% Sprotten. Ja, richtig cool. Dann haben wir hier Pferdesprossen. Die waren auch von Dena, von Wild Nature. Ich habe hier oben allerdings schon die Pappe abgemacht. Die waren, wie gesagt, auch vom Dena. Da waren wir gerade in Chemnitz. Da waren die im Angebot für 3,99. Ich glaube, die kosten sonst 6,99. Und das sind, wie gesagt, Pferdesprossen. Und die mag Bruno auch ganz gern zum Knabbern. Sind auch sehr fettig. Dann haben wir bei Zoo Plus bestellt. Der eigentliche Hauptgrund kommt nachher noch, warum wir bei Zoo Plus bestellt haben. Und da gab es, glaube ich, einen Mindestbestellwert von 14 Euro. Und ab 19 Euro war es dann portofrei. Und dann habe ich 19 Euro bezahlt und habe mir hier noch diesen Pferdemix ausgesucht. Hier, der ist von Doc Snagger. Ergänzungsfuttermittel für Hunde, 100% Pferdemix, Luftröhre vom Pferd, Pferdeschlund, Pferdemähen, Pferdeherzen, Pferdelunge, Pferdeschwanz. Und das sind 400 Gramm und da habe ich auch nicht so viel für bezahlt. Und den kann ich auch echt empfehlen, diesen Pferdemix. Wer irgendwie gerade eine Ausschlussdiät macht, so wie ihr vielleicht wisst, machen wir eine Ausschlussdiät, um herauszufinden, worauf Bruno allergisch reagiert. Und da kann ich echt nur hier diesen Pferdemix empfehlen. Ich würde euch empfehlen, sollte euer Hund keine Allergie haben, möglichst nichts vom Pferd zu füttern. Weil, wenn der Hund schon mal vorher Pferd gehabt hat, kann man damit keine Ausschlussdiät mehr machen. Das heißt, der Hund darf mit der Sache noch nie in Berührung gekommen sein. Also man soll ja was möglichst Unallergisches nehmen bei einer Ausschlussdiät erstmal. Und das ist zum Glück Pferd gewesen, weil Bruno hatte vorher noch kein Pferd gegessen. Aber wenn euer Hund nicht allergisch ist, würde ich ihm kein Pferd geben, damit ihr euch alle Türen, sage ich mal, offen lasst, falls euer Hund mal eine Allergie bekommen sollte, damit ihr dann in der Zeit Pferd geben könnt. Weil sollte er vorher schon mal mit Pferd in Berührung gekommen sein, könnt ihr dann nur noch sowas wie Känguru oder Strauß oder so nehmen. Und das ist, finde ich, noch wesentlich teurer als Pferd. Deswegen würde ich empfehlen, Pferd wirklich nur zu geben, wenn ihr so eine Ausschlussdiät macht oder einen Allergikerhund habt. Ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Das ist mir schon bei vielen aufgefallen. Manche geben dann Pferd, obwohl ihr Hund ja gegen gar nichts allergisch ist. Und das ist dann echt eine dumme Situation, wenn man mal in diese Situation der Allergie kommt. Weil dann findet man nachher keine Proteinquelle, die der Hund schon mal nicht hatte. Also man muss wirklich eine unberührte Proteinquelle nehmen. Ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, wie gesagt, diesen Pferdemix von Zoo Plus kann ich richtig empfehlen. Der war günstig und hier sind 400 Gramm drin und der stinkt. Dann nochmal von Zoo Plus haben wir auch wieder von der Marke Doc Snagger Pferdeleber geholt, denn die mag Bruno total gerne. Die haben wir schon mal für ihn gekauft. Zwar nicht von der Marke, aber von einer anderen. Und das ist ganz normal, 100% Pferdeleber, auch wieder 400 Gramm und war bei Zoo Plus auch richtig günstig. So, dann kommen wir schon zu Sachen, die ich im Fressnapf bei uns gekauft habe und das ist die Marke Bührmann. Ja, ich glaube Bührmann und die Marke finde ich auch richtig gut. Das ist so, finde ich, mit die beste Marke, die so unsere Fressnäpfe führen. Und zwar habe ich hier einmal eine Flunder gekauft. Und da, die mochte Bruno auch richtig gerne. Das ist so eine ganze Flunder und die kriegt er mal, wenn er es besonders verdient hat. Nee, sag ich mal so, wenn er viel gemacht hat am Tag. Und die ist wirklich mit sein absolutes Lieblingsleckerli. Er mag auch so gern Fisch. Im Barf verträgt das leider nicht. Davon muss er immer brechen, weil es auch immer so säuerlich riecht, finde ich, beim Barfen. Aber so alles, was so getrocknete Sachen angeht, mag Bruno Fisch total gern.
Dann machen wir weiter mit der Marke Bührmann. Und zwar sind das die Pferdefleischwürstchen Deutsch, also wahrscheinlich aus Deutschland. Und das ist auch getrocknetes Pferdefleisch, also 100% getrocknetes Pferdefleisch vom, ja, Fleisch vom Pferd. Genau, und das sind so eine Würstchen. Dann die letzte Sache von Bührmann, das sind Pferdemägen. Die findet Bruno auch richtig gut, die hat er aber, finde ich, in 1-2 Sekunden immer so fix gegessen. Also die sind wirklich nach ein paar Sekunden weg. Da habe ich allerdings nur die Befürchtung, weil es Magen ist, dass da noch Restgetreide mit dabei ist. Und wir machen ja die Ausschlussdiät und ein Hund kann ja auch auf Getreide reagieren. Und ja, die gebe ich momentan nicht so gern, weil es eben Pferdemagen ist und da eben noch im Magen Reste vom Getreide drin sein könnten. Total blöd. Also wenn ihr einen Allergikerhund habt, müsst ihr auf so viel achten. Beziehungsweise ich hoffe mal, dass wir es irgendwann rausfinden, auf was er allergisch ist. Und ja, dass es irgendwann ein Ende hat mit diesem ganzen Aufpassen, weil man kann so wenig für seinen Hund kaufen und muss immer drauf achten, was da so drin ist. Man kann ihm so wenig geben. Ja. Dann als nächstes haben wir von Keks, die vor 1-2 Wochen oder so, als wir in Chemnitz waren, die musste ich mitnehmen, weil er Käse einfach liebt, die Hütten, Käse, Keks, Dieb, Hundeleckerlis mitgenommen. Und zwar, ja, sind die von Keks, die kann man, glaube ich, auch irgendwie online bestellen und die auf die Fährte auch richtig ab, so beim Trainieren oder wenn wir dieses Intelligenzspielzeug machen, da ist, ja, zum größten Teil Hüttenkäse drin und die können wir echt nur empfehlen, diese Leckerlis. Also die sind echt der Bumm. Die sind echt der Wahnsinn. Dann eine Sache von Wolfsblut. Wolfsblut hat auch diese Cracker, also das sind so Knöchelchen klein, also die sind schon ein bisschen größer. Da gibt es auch zum Beispiel welche von Real Nature, also von Fressnapf. Aber da ist immer Hühnerfett mit drin. Und bei Wolfsblut ist wirklich nur Pferd und Süßkartoffel drin. Das freut mich sehr, dass hier nichts anderes drin ist, sondern nur eine tierische Proteinquelle. Und deswegen können wir das eben auch geben. Und ja, es sind wirklich nur gute Inhaltsstoffe drin. Und ja, das können wir auch nur zum Trainieren empfehlen. Dann kommen wir zur letzten Leckerli-Sache und zwar sind das von Chewies Monoprotein Pferd. Getreidefrei, zuckerfrei. Ab nächsten Monat, wir haben die Ausschlussdiät, sag ich mal, ein bisschen falsch gemacht. Und zwar ab nächsten Monat wird er auch kein Gemüse mehr so gemischt dazu bekommen, sondern immer nur eine pflanzliche Sorte, sodass wir es wirklich alles ausschließen können, weil mittlerweile habe ich schon das Gefühl, er reagiert eher auf irgendeinen Gemüseanteil als oder Früchteanteil als auf ein Protein, also auf Fleisch. Von daher werden die wahrscheinlich nächsten Monat auch nicht mehr so attraktiv für uns sein, aber Bruno mochte sie bisher total gern, diese Chewies Leckerlis. Die sind wirklich gut auch so für den Rückruf und so. Die sind sehr klein, die passen für Bruno noch ganz gut. Für größere Hunde sind sie vielleicht schon wieder zu klein. Also es ist wirklich was für einen hohlen Zahn. Und ja, wir müssen mal schauen, wie wir es in Zukunft handhaben, weil wir jetzt erstmal rausfinden müssen, was Bruno hat. Aber bisher haben die uns echt gut gefallen und die haben wir auch schon ein zweites Mal nachgekauft. Dann habe ich eine Zinksalbe gekauft und zwar ist die von DM. Es ist eine ganz normale medizinische Zinksalbe. Ja, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist halt einfach eine ganz normale Zinksalbe, wenn Wunden oder juckende Stellen sind. Bruno hat ja jetzt, sage ich mal, die Allergie und da sind seine Pfoten manchmal so ein bisschen rot und dann mache ich da so Zinksalbe drauf, wenn er sich so ein bisschen wund geleckt hat und dann sehen die Pfoten danach auch wieder richtig gut aus. So, dann Schande über mich. Nee, sagt bitte dazu nichts. Wir waren vor 3 Tagen im Fressnapf und in so einem Fressnapf XXL, weil wir eh in Leipzig waren. Und da gibt es diese Swiss-Halsbänder von Hunter.
sie, also was heißt ziemlich günstig, sie waren immer noch teuer, aber da gibt es sie halt günstiger als sonst wo. Sonst kosten die ja immer so 50 Euro oder so. Und wir haben es da günstiger bekommen und deswegen habe ich es mitgenommen. Wir haben ja jetzt schon 4 Monate durchgehalten, ohne ein Halsband oder eine Leine oder sowas zu kaufen. Aber dieses Swiss-Halsband wollte ich schon immer haben, also schon bevor wir Bruno überhaupt hatten. Und als es dann auch noch so günstig war, musste ich es mitnehmen. Und ja, ich habe mir jetzt auch wieder geschworen, also nichts mehr in Zukunft zu kaufen. Jetzt habe ich ja endlich das Halsband, was ich schon seit Ewigkeiten haben wollte. Und ja, ich bin echt ein bisschen bescheuert, was es anbelangt. Ich konnte mich ja schon in den letzten 4 Monaten echt bremsen. Ich habe nichts gekauft, bin auch echt stolz auf mich und ich hoffe auch, dass es für den Rest des Jahres so bleibt. Denn ich habe mir geschworen, auch in diesem Jahr jetzt nichts mehr weiter für Bruno sonst zu kaufen. Das war wirklich eine absolute Ausnahme, weil es eben so günstig war und ich schon immer haben wollte. Weil ich finde, es ist so ein richtiger... so ein richtiges Standard-Halsband, was richtig viele Hunde haben. Und es steht ihm wirklich richtig gut. Also wir haben es jetzt nur noch um. Also es ist echt unser Lieblingshalsband. Vor allen Dingen kann man da auch so viel kombinieren. Wir haben ja 2 Lederleinen. Dann haben wir noch so eine rote Leine von Anyone. Also da passt so viel dazu. Und mit seinem, sage ich mal, rot-cremefarbenen Fell passen, finde ich, so Ledertöne und Rottöne sowieso total gut. Das gibt es ja auch noch in Braun. Wir haben aber schon braunes Lederhalsband, deswegen habe ich jetzt ein rotes genommen und ich finde, es passt so richtig gut mit diesem Swiss-Thema dazu. Ja, genau. Nee, ich weiß auch nicht, was dazu sagen soll, aber das musste einfach noch sein, das Halsband. Jetzt ist unsere Sammlung wirklich komplett. So, dann haben wir den Kong Safety Stick vor kurzem gekauft und zwar ist das ja so ein Stöckchenersatz, mit dem Hund kann man ja dann so schöne Zerrspiele machen und es draußen werfen, so quasi als Stock, weil Stöcker ja ziemlich gefährlich sind. Und ja, den haben wir gekauft in Blau. Ich finde den in Blau auch am schönsten. Ich glaube, wir haben die kleinste Größe. Trotzdem kommt Bruno nicht so ganz so mit dem Kiefer so drum und kann sich so richtig festhaken, also festbeißen, wenn man mit ihm zieht. Also er hat bisher noch Schwierigkeiten. Es sieht ein bisschen eklig aus. Es könnte auch von irgendeinem anderen Shop sein. Da wird man ja ziemlich belächelt, wenn man so ein Ding hier hat, aber mir ist es ganz ehrlich so egal. Die Hauptsache ist ja, dass der Hund sich nicht mit dem Stock wehtut und wenn das eine gute Alternative ist und es eben so aussieht, dann ist es eben so. So, dann kommen wir zur vorletzten Sache. Das sind 2 Sachen und zwar habe ich aber jetzt Plus bestellt, wie gesagt, und eigentlich habe ich in der Hauptsache einen Bademantel bestellen wollen, weil, Geheimtipp, da gibt es richtig günstig Bademäntel. Sonst gibt es ja so eine richtig coolen, die man so unten rumschneidet, dass der Hund auch so unten nicht so trieft. Kosten ja aber so 30, 40 Euro und das ist echt ganz schön viel. Aber bei Zoo Plus habe ich, glaube ich, nur 7 Euro oder so bezahlt. Wenn er passen würde, ich muss ihn auch wirklich anpassen. Achtet echt darauf, dass ihr die richtigen Maße holt. Für Bruno gab es jetzt, finde ich, nicht so die richtigen Maße. Ich habe einmal das kleine Modell, also es kommt so über den Kopf und dann ganz normal unter dem Bauch und dann so zugemacht oben mit einem Steckverschluss. So. Und dann habe ich auch nochmal die größere Version. Es war so, ich hatte mir erst die kleine Version bestellt. Und dann hatte ich Zoo Plus angefragt, ob ich das wieder zurückschicken kann. Und sie waren richtig freundlich und haben gesagt, nee, brauchst es nicht zurückschicken. Ich denke mal wegen der Kosten, weil es denen nicht so viel gebracht hat. Wir schicken dir einen neuen, sage ich mal, gratis zu. Und das war dann die größere Auswahl. Aber der größere, ich habe gehofft, dass es nur, also die nächstgrößere Größe dann irgendwie passt. Hat zwar eine Rückenlänge, glaube ich, von 59 cm gehabt und Bruno hat eine Rückenlänge von 45 oder so. Aber der passt auch nicht, der ist auch viel zu groß. Und bei diesem kleinen ist einfach nur das Problem, dass der Riemen viel zu kurz ist. Also Bulldoggen sind ja sehr massig
und der Riemen ist einfach nur zu kurz. Vom Stoff her passt es super. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, schneide ich noch hier die Riemen an und nähe die da hinzu, dass der Riemen quasi länger wird. Und dann kann Bruno den kleinen richtig gut tragen, weil hier ist einfach nur das Problem, dass der Riemen viel zu kurz ist. Ja, also irgendwie gab es da keine richtige Mittelgröße für Bruno, aber ich werde mir jetzt daraus, sage ich mal, eine Mittelgröße basteln und nähen, und dann habe ich nachher auch meinen Bademantel. Aber falls ihr halt einen normalen Hund habt, so wie ein Jack Russell oder ein Labrador oder so, sollten diese Bademäntel echt passen. Bei Bulldoggen ist es halt so, dass sie einfach zu massig sind für so eine Standardgröße. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben Bademantel gekauft. Für übrigens schon voraussichtlich für den Nordseeurlaub, weil wir ja da im Watt wandern gehen wollen und am Strand und so. Und dann soll Bruno nicht jedes Mal so triefig ins Auto und dann macht er seine Decke total nass und nach einem Tag ist die Decke dann schon total matsche. Und da haben wir uns gedacht, holen wir uns einen Bademantel. So, als letztes habe ich hier so eine riesen Matte. Das heißt Riesenmatte, also sie ist eigentlich ziemlich klein, ich weiß gar nicht, was für eine Größe das ist. Und zwar ist die von Fressnapf, das ist einfach nur so eine ganz normale Ledermatte, die man abwischen kann. Die ist richtig praktisch, die nimmt auch nicht so viel Platz weg. Und Bruno mag die auch total gern, und im Sommer ist die auch ganz gut, weil die so ein bisschen, naja, was heißt kühlig. Aber im Winter wird sie sicherlich auch gut sein, denn das nimmt natürlich auch schnell die Wärme an. Sie ist von More for Dogs and Cats und war auch überhaupt nicht teuer. Kann ich euch echt empfehlen, wenn ihr so eine Matte sucht. Sie ist zwar nicht orthopädisch, aber sie ist trotzdem richtig schön weich. Und ja, ist total praktisch, wenn ein Hund darauf ein Leckerli frisst, kann man einfach mit einem Tuch wieder abwischen und man hat nicht so eklige Flecken überall. Ja, das war's dann von meinem großen Hunde-Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch eine Bewertung da. Und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen. Ciao!